So, Gaskuva ist auch jemand, der schwer zu finden ist. Zumal es mehrere Möglichkeiten gibt, wo die Map den anzeigt. Leider kann ich jetzt gerade noch nicht in die Map rein, weil dann bin ich über. So. Zuerst mal hier hoch. Dann sieht man hier die ganzen weißen Punkte. Und da ist es nicht der erste, nicht der zweite, auch nicht der dritte, sondern der allerletzte, wo man hingeht. Also, das hier ist der richtige Punkt, nicht die drei. You've made your way well to a place this hard. I've had my eye on you. They say the biggest enemy is the fear inside oneself. I hate to admit it, but I have to agree. Have you heard of General Gahaz Tuvar? Maybe not. He's a hero. Und ich glaube, jetzt müssen wir mit dem Schwarzgeist eh reden. Und die Wüste durchqueren. Aber zuerst, denke ich mal, werde ich noch 20 Minuten oder sowas, also eine Folge hier, ein bisschen grinden. Ist zwar ein schweres Gebiet quasi für uns, vom Level her sollte es eigentlich passen, aber halt die Gruppengröße und die ganzen Stunts machen halt auf Dauer sehr viel Schaden. Aber es bringt uns Zeit für die Schwarzsteine. Und vielleicht bekommen wir ja die 500 Stück voll von denen. Saison, Dorn des Risses. Okay, ist neu, kenne ich nicht. Muss ich nachgucken? Kann ich gerade nicht. Huh.
Was war jetzt mit dem los? Weggebackt, okay. Passiert wohl. Hin und wieder mal. Okay, noch 60 Tränke haben wir. Hier ist auch schon jemand unterwegs. Noch ein Dorn des Risses, okay. So langsam muss ich mal nachgucken, was das ist.
31 Fortschritt. Ich mach's mal mit in sicherer Zone. Unser Inventar ist voll. Ah. Falks Schrei und Rat von Falks. Okay. Mündet Wallererz. Wo kann ich jetzt hier den Schrott wieder verkaufen? T drücken, M drücken. Na, ah, das ist eine Villa. Dafür haben wir keinen Gutschein. Also doch wieder nach Shakatu. Ups. Ja, das gibt noch Schaden. Wenn wir nicht die Verbindung getrennt wird. Das kommt häufig vor. Bekommt es das wieder hin zu verbinden? Dip, dip, dip. Also nochmal neu starten. Ja. Spiel beginnen. Ja. Spiel beginnen. Nochmal klicken. Ja, es lädt. Und das ist das Problem, was ich aktuell mit meiner Internetverbindung habe. Entweder ist es ganz normales Kabel, also DSL über Telefonleitung, was darin grenzt, dass wir hier dass ich einen Upload und einen Download von 300 Kilobit nicht überschreiten kann. Was aktuell natürlich super ist. Und die andere Option ist das, was ich jetzt im Moment benutze, LTE, mit bis zu 20 Mbit pro Sekunde Upload bzw. 30 Mbit Download. Was natürlich schon deutlich mehr ist als dieses Kabel, was aber trotzdem noch ein kleines Problem ist, weil das Funknetz hier in Deutschland nicht so stabil ist. Und es gibt genug Leute und genug YouTuber oder Twitch-Streamer, die sich gerne über ihre Internetleitung beschweren. Ich würde mich fast schon da einreihen. Leider beschwere ich mich nicht oft genug wahrscheinlich. Man kann sich allerdings ja auch nirgendwo beschweren, weil Telekom sagt, eventuell wird es irgendwann mal Glasfaser werden. Unser Nachbardorf, keine 3 Kilometer weiter, hat Glasfaser. Aber wir hier haben noch die ganz alte Kupferleitung. Und ich sehe auch nicht, dass in naher Zukunft das geändert wird. Also muss ich mit diesen Funkaussetzern, was uns hier bei Black Desert regelmäßig raushauen wird, leider leben müssen.
still win. Wobei ich immerhin froh bin, dass die Aussetzer relativ kurz sind und zeitlich begrenzt. Reine Magiemasse, das ist super. Würde Geistesenergie gerade auch sehr viel nutzen. Wo ist eigentlich Shakato? Gut, in die Richtung. Und was ich ja besonders interessant finde, ist, Telekom bietet hier zum Beispiel diesen Tarif mit der 16.000er DSL-Leitung an, wo Mindestgeschwindigkeit dann halt 300 bis 400 Kilobit pro Sekunde ist. Gleichzeitig kaufen die dann zum Beispiel sowas wie EM-Spiele, die dann nur über ihr Magenta TV, also ist ein Streaming-Dienst, verfügbar sind, den wir hier nicht bekommen, weil die Internetleitung zu langsam ist. Das ist herrlich.